willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und gestern habe ich schon einen Beitrag von Go Games gezeigt über die heftigsten Pokémon aus der Generation 5, die bald auf uns zukommen wird. Und Go Games hat dazu Teil 1 und Teil 2 veröffentlicht. Zusätzlich haben sie gestern, nachdem ich mein Video fertig hatte, noch einen Teil 3 veröffentlicht. Da haben sie mir wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber den Teil 3 möchte ich gerne auch noch vorstellen, beziehungsweise mit euch zusammen mal angucken. Was ist da noch da? Was ist übrig? Die Drachen-Pokémon der 5. Generation, die kenne ich auch wieder mal selber nicht. Go Games hat das wieder in einem schönen Artikel zusammengefasst, vorgestellt. Und wir gucken auch mal kurz in die News rein, denn was ist gestern Abend passiert? Seit gestern Abend ist natürlich die Ultra-Woche, also der Ultra-Bonus Woche 2 gestartet. Das heißt, die Oxys in Level 5 Raids, alle die Oxys-Formen, wer noch nicht die X-Raids mitgemacht hat oder eine Form verpasst hat, hat jetzt natürlich die Möglichkeit, da was mitzunehmen. Das habe ich vorhin erfahren, ne? Flo, Annika, Bob. Also zu 4, zu 5, mit 5 Accounts nichts gewesen, außer Spesen. Die Ox ist in der Verteidigungsform immer noch knüppelhart. Da müsst ihr richtig mit dicken, fetten Accounts drauf prügeln, um das in die Knie zu zwingen. Jetzt haben sie aber auch den Pokédex-Eintrag. Also die nächsten Raids wären natürlich einfacher, die anderen Formen noch zu holen oder dazu unterstützen, dass die auch ihre Pokédex-Einträge bekommen. Außerdem gibt es ja, wie gesagt, Shiny Tauros, Pandimos, Porenda und Kangama. Aus 7 Kilometer Eiern, also schön immer Geschenke verschicken und annehmen, ausbrüten und auch wild in der Wildnis natürlich in den jeweiligen Regionen. Wir können hier also Shiny Pandimos auch wild fangen, haben auch schon ein paar. Gestern gingen die Screens wiederum überall, die Social Media Kanäle überhäuft, Shiny Pandimos in freier Wildbahn, auf und ab, überall, aber auch gebrütet. Oh, jetzt habe ich mich hier, habe ich kurz gekratzt. Jetzt ist ja übelst das Blut. Achso, ich glaube, das macht es jetzt nicht schlimmer. Auf jeden Fall zweimal so schnelle Brutmaschinen auch. Und ihr könnt natürlich auch die Kontinentalen aus den Eiern brüten. Wie man gesehen hat, gestern einige schon nach dem ersten, zweiten Ei gleich einen Shiny Porenda bekommen und sonstige ähnliche Konsorten. Und Niantic rastet mal wieder komplett aus, denn die haben sogar Absol und Flunkiefer jetzt in die Wildnis entlassen. Ihr könnt Flunkiefer und Absol auch wild fangen und auch in ihren Shiny-Varianten. Die gab es bisher ja nur in Raids und als wäre das nicht schon genug, habt ihr auch die Möglichkeit, Alola Sandan und Alola Vulpix in der Wildnis zu fangen, erstmalig, auch mit Chance auf Shiny. Die gab es bisher ja auch nur aus den 7 Kilometer Eiern. Jetzt haben schon einige gesagt, Alola Vulpix, oh mein Gott, boah, Shiny Alola Vulpix, ich raste komplett aus. Das aber dazu, vieles Neues, ob das jetzt nur während der Ultra-Woche da ist oder ob das jetzt für immer so bleibt, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall frage ich mich auch gerade, wozu ich die ganzen Absol-Raids gemacht habe und die ganzen Flunkiefer-Raids. Die wurden ja beim Go-Fest trotzdem auch so wild spawnen gelassen und man konnte sich da noch ein paar Shinies sichern. Jetzt gibt es die so für die ganze Welt frei zu fangen. Also manchmal ist es wirklich was dran, wenn man Geduld hat. Ne? Geduld ist eine Tugend. Ihr müsst nicht alles sofort haben, sage ich immer wieder. Irgendwann hat sowieso jeder alles. Jetzt gehen wir aber hier mal auf den Artikel von Go Games, denn darum ging es eigentlich. Die haben nämlich nochmal einen Teil 3 gemacht von den wichtigsten und stärksten Pokémon der 5. Generation, was ich gestern zusammenfassen wollte und mir beide Artikel angucken. Aber jetzt gab es noch einen Teil 3, wieder mal von Max Beckmann. Sehr schön gemacht, sehr schön geschrieben. Wir gucken uns einfach mal wieder die einzelnen Viecher an, lesen kurz die Beschreibung und schauen auf die Werte. Als erstes hätten wir hier zum Beispiel Zekrom. Zekrom ist ein legendäres Pokémon vom Typ Drache und Elektro. Gleichzeitig die Titelfigur des Spieles Pokémon Schwarze Edition. Ja, sieht eigentlich aus so ein bisschen wie Palkia, nur komplett schwarz. Obwohl, gut, hier sieht es wieder anders aus, weil es anders dasteht. Kommt auf jeden Fall auf 4014 WP. Das also auch richtig brutal. Das kann also mit Groudon und Kyogre mithalten. Den anderen lesen wir uns nicht durch, den anderen Text, sondern gehen direkt zu Reshiram. Reshiram ist das legendäre Pokémon der weißen Edition vom Typ Drache und Feuer. Ihr habt also einmal Drache und Blitz, also Drache und Elektro und Drache und Feuer. Das steht ja auch mit gespreizten Flügeln da. Ist ein bisschen wie Lugia, finde ich. Kommt auch auf 4014
14. Die zwei, also die Titelgeber von der weißen und der schwarzen Edition. Was haben wir aber noch? Dann gibt es noch, das ist nämlich was ganz Besonderes, Kyurem. Kyurem ist der dritte Teil des Tao-Trios, welches aus Reshiram, Zekrom und Kyurem besteht. Es ist ein legendäres Pokémon vom Typ Drache und Eis, welches außerdem zwei weitere Formen hat. Und das ist das ganz Besondere. Ihr habt nämlich jetzt das normale Kyurem 9% Drossel. Was soll das heißen? Kommt auf jeden Fall auch so auf 4014 und mit 9% Drossel, Amsel, Drossel, Fink und Star, kommt es auf 3565. Ihr seht die Drachen also alle relativ hoch. Dann habt ihr aber extra noch das weiße Kyurem. Das weiße Kyurem ist aus dem Cover der weißen Edition 2 abgebildet auf und ist eine alternative Form von Kyurem, bei der Kyurem mit Reshiram fusioniert. Jetzt fusionieren die schon, das ist ja wie bei Dragon Ball. Dabei ändert sich jedoch nicht sein Typ, sondern nur seine Werte, die nun nochmals deutlich ansteigen. Denn so kommt das weiße Kyurem auf 4588, damit stellt es auch Mewtwo in den Schatten und teilt sich Platz 1 mit Letterking. Es dürfte sogar besser als Letterking sein, von den BP her auf jeden Fall natürlich nützlicher, da es ja wenigstens Attacken hat, die man nutzen kann, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Und dann haben wir natürlich neben dem weißen Kyurem auch das schwarze Kyurem. Das schwarze Kyurem ziert das Cover der weißen Edition 2. Wieso gibt es zweimal die weiße Edition? Und ist eine Fusion aus Kyurem und Zekrom. Auch hier ändert sich nicht der Typ, sondern nur die Statuswerte. Oder war das andere die schwarze? Auf jeden Fall kommt das genauso wie das weiße auf 4588 WP. Also richtig krass. Gestern habe ich gesagt, die heftigsten Pokémon. Aber das waren ja noch gar nicht die heftigsten, wenn jetzt die heftigsten kamen mit den Drachentypen. Freut ihr euch schon auf das Kyurem? Freut ihr euch auf die anderen Drachen? Oder mögt ihr immer noch ein ganz anderes Pokémon aus Generation 5? Schreibt es nochmal drunter. Was ist eure Meinung zu Generation 5? Kennt ihr die? Kennt ihr die nicht? Ist das alles neu, so wie für mich? Was ist euer Lieblings-Pokémon aus der 5. Generation? War es jetzt im Video dabei? War es gestern dabei? Oder ist es gar nicht genannt worden? Dann schreibt es mal rein. Ich werde auf jeden Fall mal googeln, wenn da ein Name steht, mit dem ich nichts anfangen kann. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir werden noch ein bisschen brüten und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.